Ja, weißt du, da war ich wirklich, das war, bei dem Date bin ich so geil geworden, dass ich dachte, ich muss jetzt kommen und dann habe ich mir einfach in die Hosen gepinkelt. Hat er hier? Alter, wisch das auf! Meine Fresse, da pisst er sich einfach an. Das kann doch nicht angehen. Oh Mann, Herbert. Und da kommen wieder die Meldungen vom Siegen rein. Das hat man ja schon in 2 Folgen bisher. Bin einfach zu faul, das auszuschalten. Oder zu blöd. Wohl eher zu blöd. Ich bin wohl eher zu blöd dazu. Was machen wir denn danach? Der Spaß ist auch ziemlich niedrig von Kevin. Ach, ich mache mir schon Sorgen um den Jungen. Ich mache mir schon Sorgen um mich selbst. Hat denn Herbert vielleicht noch was da? Herbert, der kann vielleicht mal öfter kochen. Mach jetzt Cerealien. Er ist wieder energiegeladen. Er ist andauernd energiegeladen, der Kevin, aber... So wirklich was laufen tut er nun auch nicht. Schnell mal hier noch den Snack reingehauen. Lockere Unterhaltung mit Herbert geführt. Währenddessen ein bisschen gegessen. Schön, dass das auch gleichzeitig funktioniert. Diese Aktion, er muss ja jetzt nochmal zur Arbeit, der Kevin. Und danach nochmal die Dina einladen und vielleicht sogar mit ihr auf irgendeine Art Date gehen. Nochmal was für sie kochen. Und weil mir wäre das schon anliegen, dass das irgendwie ein bisschen was wird. Ich weiß nicht. Das wäre schon ganz, ganz geil. Wann muss denn Herbert arbeiten gehen? In 2 Stunden. Der muss ein bisschen früher los, weil das macht mir immer noch Sorgen hier mit dieser Cowplant. Also am Samstag, sobald Herbert frei geht. Herbert! Sobald ich frei hab, meine lieben Freunde, gehe ich nochmal eine gute Runde mir solche Kuhpflanzen besorgen, weil das wäre schon eine ganz nette Angelegenheit. Herbert muss in circa 1 Stunde zur Arbeit. Ist er denn fit genug für die Arbeit? Ist alles gut bei ihm? Bei ihm ist alles gut. Er geht jetzt noch eine Runde hier so ein kleines Glas Wasser trinken. Was macht er? Er schaut den Comedy-Kanal an. Aha, und ist auch gerade verspielt. Jemanden bedrängen. Spitzbübisch. Ach komm, sag mal, spitzbübisch zum Herbert. Das ist bestimmt lustig. K.O. Oh, Alter, ey. K.O. schlagen? Warum K.O. schlagen? Was ist das für eine... Das ist doch keine verspielte Aktion, jemanden K.O. zu schlagen. Das ist einfach nur asozial. Gibt's auch asozial? Komm, dann bedräng ihn mal noch spitzbübisch. Das ziehen wir uns mal noch kurz rein hier. Das wird bestimmt super, super süß. Herbert. Ja, ich bin ein kleiner Spitzbube. Oh, du bist ein kleiner Spitzbube. Nein, du bist ein kleiner Spitzbube. Du bist wirklich ein richtig dreister Hurensohn heute. Das ist nicht zu fassen mit dir. Da muss ich dich auch mal direkt so beleidigen. Das war jetzt Minus für beide, aber dafür war es halt mal verspielt. Und jetzt ist es auch ein unangenehmes Gespräch. Aber ich denke, wenn sie miteinander plaudern, dann verstehen sich die beiden bestimmt gleich wieder ein bisschen besser. Werden wir gleich sehen. Also das, nicht, dass die beiden sich jetzt schon streiten. Möchte ja, dass Kevin seine Freundin kriegt, im besten Fall die Dina, an der wir jetzt dran sind, dass ich meine Freundin im Spiel bekomme. Und dann kann man mit dem Chaos loslegen, dann kann man beide auf die loslassen und dann ist das schon irgendwie okay. Ist das schon irgendwie in Ordnung, wird schon irgendwie funktionieren. Und wenn nicht, mal gucken, Freunde werden mit Dina Bücher zu Ende lesen, Park besuchen, er möchte den Park besuchen. Oho, da hat man aber hohe Wünsche heute. Energie ist ziemlich down, aber da wir noch 2 Stunden haben, vielleicht nochmal ein Nickerchen. Das Problem ist... Kevin schläft gerade nur noch mit so einem Nickerchen. Das ist auch nicht sonderlich gut. Es gibt zwar, also es gab auch mal so einen Typ, der das schon länger durchzieht, dass er immer am Tag irgendwie so 6x 15 Minuten schläft oder eine Dreiviertelstunde, also quasi nur Mittagsschläfchen macht, nie einen längeren Zeitraum an sich schläft und das soll auch funktionieren. Digga, du musst zur Arbeit. Ich will es ja nur mal anmerken. Wo war ja nochmal der Button, um zur Arbeit zu gehen? Digga, geh zur Arbeit. Geh doch zur Arbeit. Dann hör jetzt auf damit. Geh von mir aus von selbst zur Arbeit. Auch nicht sitzen, aufstehen. Ich finde gerade den Button nicht, um auf die Arbeit zu drücken. Jetzt konnte ich auf die Arbeit drücken. Zur Arbeit gehen, das wollte er eh schon von selbst. Hopp jetzt! Alter, wieso hat er die Aktion wieder abgebrochen? Was ist bei dir los? Geh zur scheiß Arbeit! Geh zur Arbeit! Ich fass es nicht. Er will gerade aus irgendeinem Grund nicht zur Arbeit gehen. Geh jetzt zur Arbeit! Das ist gar nicht übertrieben mit der Leiste, wie viel man da auswählen kann. Wieso kann er nicht zur Arbeit gehen? Was ist bei ihm denn bitteschön gerade kaputt? Warum kann er gerade nicht zur Arbeit gehen? Die ganzen Aktionen werden abgebrochen. Irgendwas backt da gerade entweder richtig hart. Ich lasse ihn jetzt erstmal hier schnell hier rauslaufen. Hat er sich gerade eben... Oh nein! Er hat's geschafft, sich hier, er ist auf der falschen Seite vom Bett ausgestiegen und schafft's nicht, seinen Fettarsch hier dran vorbeizubewegen. Och, Digga, das ist ja nicht nur peinlich. Den Schrank fand ich eh hässlich, der kommt jetzt mal weg. Das Geld kann man auch gut gebrauchen, gab klar 424 plus. Das ist doch echt, das ist eine peinliche Nummer. Das ist eine richtig peinliche Nummer. Jetzt geh zur Arbeit, Mann. Geh jetzt zur Arbeit.
Das war ja sau peinlich. Wie peinlich war das bitte schön? Das war richtig peinlich. Oh Mann. Oh Mann, war das peinlich. Jetzt fühlt er sich auch noch unwohl, obwohl er eigentlich Energie... Nein, nichts... Nein, er soll bei der Arbeit bleiben. Das ist schon okay, wie er das macht. Aber er kann doch auch noch irgendwie... Er könnte mal noch einstellen, dass er bei der Arbeit ein bisschen krasser ist. Ah, er ist fertig. Herbert ist fertig. Herbert ist fertig. Und hat nicht sonderlich viel Geld mit nach Hause gebracht, aber ein bisschen was. Herbert ist fertig. Auch mit den Nerven, wie man anhand seiner Energie sieht. Deswegen gleich mal eine Runde schlafen legen und danach soll er hier mir nochmal so ein Cowplant besorgen. Das macht mir nämlich Sorgen, dass das nicht richtig geklappt hat oder so. So, alles im grünen Bereich. Hör auf mit dem Pennen. Und geh reisen. Während Kevin schon wieder daheim ist und sich jetzt gleich darum kümmern kann, seine Energie aufzuladen. Und nachdem er die Energie aufgeladen hat, soll er wieder Dina einladen. Solange kann Herbert ja dann da... Ne, kann dann währenddessen die Cowplant angeln gehen. Inzwischen war man ja schon oft genug an diesem kleinen Tümpel, wo man das denn so machen muss. Ich weiß echt nicht, ob das durch dieses Beet nicht funktioniert. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber dann dauert es auch richtig lang. Das Ding ist da jetzt schon 2-3 Tage drin, aber bisher noch kein einziges Mal gewachsen, aber wir können es halt auch nicht gießen. Oder Herbert kann es nicht gießen, er ist ja unser kleiner Gärtner. Also komm, Herbert. Herbert, geh da nochmal angeln und vielleicht auch direkt wieder mit dem Köder, wieder mit der guten alten Elritze. Mach mal ein bisschen Tempo hier. Herbert ist eine geile Sau. Herbert rennt den ganzen Weg ganz allein. Mensch, da bin ich schon wieder richtig fertig. Wirklich, da laufe ich den halben Weg und dann bei den 200 Metern bin ich so kaputt danach. Das glaubst du gar nicht, wie kaputt ich da bin. Herbert, jetzt pack mal wieder deine Angel aus und guck mal, ob du da nochmal so eine Beere rausbekommst. Das sind ja eigentlich gar keine Samen. Das erzählt dieser komische Kommentator die ganze Zeit komplett falsch. Kann ich euch eine lustige Geschichte erzählen? Damals im Krieg gab es da auch so einen Kommentator, der hat richtige Scheiße erzählt. Das ist nicht zu fassen, was der für einen absoluten Dreck erzählt hat. Jetzt ist er auch noch selbstsicher, unser Herbie. Weil er gut geangelt hat. Der Pro. Richtiger Profi. Kriegt er da nochmal was raus? Ach komm, Herbert, hol jetzt solche Samen, sonst muss er nochmal heimgehen. Ich sehe es schon kommen. Ah, er ist schon wieder unwohl. Ich will ihn aber noch weiter angeln lassen. Schön. Da hau ich dafür auf den Tisch. Er hat's gepackt. Zurück nach Hause mit dir und die Sicht bitte umschalten auf Kevin Dodoman. Das ist ein bisschen komisch mit den Dropdown, also mit den Ringmenüs auf den Charaktersymbolen. Das ist ein bisschen komisch geregelt. Gefällt mir nicht so gut, weil man nicht weiß, wo man genau hinklicken soll oder hinklicken will. Ah, da haben wir wieder eine weitere Beere gefunden und dann können wir jetzt den Fellversuch starten, wo sie denn am besten wächst oder ob sie überhaupt in diesem wüstenmäßigen Gebiet wächst. Aber weil man sie ja auch in diesem wüstenmäßigen Gebiet anscheinend am besten findet, wieso ist ihm unwohl? Hat er es echt? Er stand doch nicht die ganze Zeit hier rum, oder? Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Kevin, leg dich pennen! Das wird viel zu spät, um die Dame einzuladen. Man lädt nicht nachts um 24. Gut, das macht man vielleicht schon, aber trotzdem. Ist ein Herbert zurück? Herbert? Wo ist Herbert? Okay, Herbert ist angekommen. Seine Energie ist auch ziemlich down. Das ist echt super. Alles down. Gibt es hier eigentlich auch sowas wie Einbrecher? Wir hatten bisher noch keinen einzigen Einbrecher oder kein einziges spezielles Ereignis. Also, wer würde auch hier in der Pampa einbrechen wollen, aber das lähmt irgendwie so ein bisschen. Man hat das Gefühl, es gibt keine Gefahr. So, jetzt schnell noch duschen gehen. Aufstehen bitte. Und dann ruf sofort die Diener an. Er ist schon wieder verspielt. Was ist denn mit dem los? Also in echt bin ich voll seriös die ganze Zeit. Also, nochmal um Verabredung bitten. Lass uns mal gucken, ob wir Dina jetzt um Verabredung bitten können. Es ist schon 4 Uhr nachts, aber man kennt ja den Schlafrhythmus der Sims. Die sind auch um 3 Uhr noch wach. Wieso gibt's denn da jetzt einen Ladebildschirm? Aber man kann auswählen. Oh, Hallöchen, Popöchen. Da hat sie sich direkt ein Ballkleid angezogen. Das ist ja eine... Lass uns in die Lounge gehen gemeinsam. Dina, hat sie da jetzt direkt Ja gesagt? Nachts um 3 Uhr? Das Outfit von uns ist nicht ganz so passend, weil wir haben noch unser normales Outfit an und sie hat sich, glaube ich, extra schick gemacht. Das ist jetzt nicht so stylisch. Gesellschaftsereignisse. Nee, sie hat sich nicht umgezogen. Schade. Deine Nachbarn sind gekommen, um dich in der Nachbarschaft willkommen zu heißen. Jetzt, Moment mal. Ganz, ganz langsam. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich möchte doch mit Dina auf ein Date gehen. Warum gibt's jetzt ein Gesellschaftsereignis? Ach so, das hat hier so eine richtige Leiste mit dran. Oh, die laufen ja schon gemeinsam hoch. Das ist so ein richtiges Date jetzt. Oh Mann, da hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Wo wollt ihr euch denn kommen? Macht man hier so ein bisschen...
Setzt euch hier gemeinsam an den Dinnertisch. Oh ja. Setzt euch gemeinsam an den Dinnertisch. Wo setzt sie sich denn hin? Was ist das für ein Date? Was ist das für ein Date, wo die Frau erstmal scheißen geht? Das ist doch strange. Hä? Jetzt macht er ja ein halbes Date mit Mareike oder wie? Oh man. Das ist jetzt aber echt. Das will ich doch gar nicht. Wo geht sie denn jetzt hin? Lass mal gucken. Jetzt macht sie sich da noch irgendwie. Macht sie sich da irgendwie noch sexy oder so? Hallo, lockere Unterhaltung. Sehr schön. Na, ich zieh mir gerade eben irgendwas rein oder so. Oh, guck mal, direkt eine Umarmung. Ja, das ist ja ein Ding, du. Das ist ja der absolute Hammer. Mach mal direkt einen koketten Witz. Vielleicht klappt's ja. Stürmen wir einfach gleich voran. Einen koketten Witz über die Toilette oder so. Er muss auch ganz schön auf die Toilette. Das soll er vielleicht danach mal gleich machen. Die rennt uns ja hoffentlich nicht weg. Aber hat der kokette Witz irgendwas gebracht? Das ist immer noch unsere Verabredung. Vielleicht geht's ja auch mit uns zusammen aufs Klo. Alter, was ist denn los? Das war ein Witz. Das war ein Joke. Das war ein Joke. Warum geht sie mit uns aufs Klo? War das das Frauenklo? Ich weiß es nicht, Leute. Also, das war richtig komisch jetzt gerade. Gib dir mal selbst Zuspruch vielleicht. Damit es mal wieder ein bisschen besser wird hier. Und jetzt möchte er auch noch einen selbsterniedrigenden Witz erzählen. Dann macht er das vielleicht auch nochmal kurz. Vielleicht bringt es ja irgendwie irgendwas. Wieso geht ihr denn jetzt hinter die Bar hier gerade? Was geht denn ab, dass die auch noch hinter die Bar gehen? So, ich bin wirklich der größte Vollidiot auf der Welt. Das ist aber wirklich lustig, ne? Das ist lustig. Hey, lustig, lustig. Und was er jetzt gerade da auch immer für eine Fresse zieht, will ich gar nicht wissen. Was ich da gerade für eine Fresse ziehe, will ich gar nicht wissen. Gib mal ein von Herzen kommendes Kompliment. Komm. Warte, setz dich mal hin. Das müssen wir nämlich sogar machen. Sitzen und mit Verabredung sprechen. Okay. Puh, ein bisschen tratschen. Und dann danach wieder auf die Romantik gehen. Das ist richtig Arbeit hier, dass man mit der irgendwas auf die Kette bekommt. Und danach wieder flirten. Und das Knuddeln hat ja auch schon ganz gut funktioniert. So, eine Aktion nach der anderen. Volle Kanne raushauen hier. Alles schnell, 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 schnell. Noch ein bisschen knuddeln. Läuft gut mit der Romantik. Es läuft gut mit der Romantik. Beide Sims gleichzeitig noch kokett sein lassen. Das wird vielleicht eher ein bisschen schwieriger. Machen wir mal noch ein Kompliment über das Aussehen. Vielleicht bringt das ja auch noch was. Wird das was? Oh, das wird was. Das wird tatsächlich was. Er hat zwar Hunger, aber das muss jetzt hinten anstehen. Aufreizen, posieren, ersten Kuss erleben. Glaubt ihr, das klappt, Leute? Bieten wir erstmal Händchen halten. Ganz klassisch, auch wenn sie ein bisschen älter sind, erstmal Händchen halten. Leute, das könnte was werden. Und auch noch kokett. Hände küssen, Rose anbieten, was wollen wir denn hier anstellen? Komm, wir machen den ersten Kuss. Vielleicht klappt's ja. Wir machen den ersten Kuss. Wir gehen mit Dina aufs Ganze. Dina Caliente. Caliente. Sabrina. Dina Caliente. Oh, lass es loslegen. Okay, mal gucken, ob's klappt, Leute. Ganz langsam. Oh Mann, macht der das auf komische Art und Weise. Oh! Es hat geklappt. Ist das ein Traum, du? Wie im echten Leben halt immer, ne? Also, das hätte ich natürlich, er hat jetzt 2 Tage gebraucht. Das ist irgendwo ein Witz, ne? 2 Tage ist ziemlich Bullshit. Sehr kokett ist er jetzt sogar. Mann. Sehr kokett. Verführerisch flüstern. Oh, lass uns verführerisch flüstern. Das kann ich natürlich sehr gut mit meiner verführerischen Stimme. Na, bist du gerade nackt? Oh. Also lass uns mal hier noch eine Runde verführerisch flüstern. Also jetzt kann ja nicht mehr viel schief laufen, hoffe ich mal. Das würde mich jedenfalls... Oh, jetzt essen sie auch noch gemeinsam. Das ist also... Das Küssen war ja nicht viel, aber jetzt auch noch gemeinsam miteinander essen. Das ist schon eine ganz andere Base. Bitten, Freundin zu sein. Gucken wir mal, ob es vielleicht gleich funktioniert. Erstes Date. Hat's geklappt? Dina ist soeben die Freundin von Kevin geworden. Und da möchte ich mal behaupten, habe ich meinem virtuellen Ich ein, ja, doch ganz ansehnliches Luder geangelt. Ja, eine Luder ist es ja nicht so wirklich, außer sie betrügt uns, das wäre sehr traurig. Vor allem nach wie vor der Stil, dieses Sportliche mit den roten Hotpants,
das ist schon was, mit dem man arbeiten kann. Und das ist auch sehr gut gelaufen. Also ich bin begeistert, wie das hier funktioniert hat. Jetzt ist natürlich der nächste Auftrag, was wir auch schon in meiner Serie Simskadon andauernd probiert haben, diese Dame irgendwie mal ins Bett zu bekommen. Also ich lasse ihn jetzt eigentlich mal allein. Ich lasse ihn jetzt einfach mal allein. Kontrolle auf Herbert Krümelbach, um sich kümmern. Was ist ja eigentlich um sich kümmern? Ich lasse ihn jetzt mal allein, gehe zurück zu Herbert Krümelbach. Das war ein mehr als erfolgreiches Date. Das war wirklich ein richtig gutes Date. Ist genauso gelaufen, wie man es haben wollte. Man hat sich schön unterhalten, man hat gemeinsam getrunken, gemeinsam gegessen in einer netten Bar. So sollte das auch laufen, Leute. Ja, so sollte das laufen. Lasst euch krasse Dating-Tipps über Sims von mir geben. Und Herbert ist natürlich mal wieder unwohl, weil er nicht geschlafen hat. Aber Herbert, bevor du jetzt schlafen gehst, möchte ich, dass du nochmal so ein Ding hier pflanzt und dieses Mal halt einfach hier hin. Ich hoffe mal, das kriegt auch genug Sonne ab. Ja, pflanz das doch mal ein jetzt. So, ist jetzt oh, guck mal, jetzt wächst es tatsächlich. Jetzt kann das nämlich auch bewässern. Das hat vorher aus irgendeinem Grund, hat das mit diesem Beet nicht funktioniert. Warum auch immer, dann können wir das Beet auch eigentlich gleich wieder abreißen. Ich lasse es jetzt mal noch da, vielleicht wächst ja noch irgendwann was drin. Aber jetzt sieht man hier, ist auch wirklich halt die Pflanze, da sind schon diese kleinen Kuhhörner, die ist jetzt auch wirklich hier drin, die ist wirklich gepflanzt und wird auch wirklich wachsen. Diese galaktische Schönheit ist ausgezeichnet als Nahrungsquelle zum Knuddeln und für lebenslange Freundschaften geeignet. Zieh den Neid der Nachbarschaft auf dich. Schön! Herbert hat erfolgreich diese Pflanze gepflanzt und dann wird sie jetzt wohl im Verlaufe der nächsten Session auch mal wirklich gedeihen. Schade, dass das hier nicht geklappt hat. Ich dachte, es wäre sinnvoll, die in so einen Kasten reinzupacken, weil bessere Erde und so. Das stand ja auch da, wenn man sich hier nämlich mal umschaut und dann geht man hier drauf, nicht hier drauf, sondern hier drauf, dann sieht man da, dass da steht mit nährstoffreicher Erde. Ich wollte nur das Beste für meine Pflanze und das Spiel hat mich nach Strich und Faden verarscht. Das macht mich sehr traurig. Wie man sieht, macht das Herbert auch sehr traurig. Das war's mit dieser Session von Simskadon. Vergisst bitte nicht, diese Folge und auch die vorherigen, falls ihr es vergessen haben solltet, mit einer Bewertung zu versehen, wenn euch das Projekt gefällt. Wir sehen uns bei der nächsten Runde wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit. Es war wie immer eine Ehre, Sie unterhalten zu dürfen. Tschüsschen.